Dann herzlich willkommen zu den Grazer Linux-Tagen 2023. Es freut mich, gemeinsam mit euch hier zu sein. Ich bin der Georg, der Obmann des Vereins Grazer Linux-Tage. Und ja, es ist schön, dass so viele schon da sind. Wofür sind die Grazer Linux-Tage? Einfach einmal der Austausch der Open-Source-Szene auf dieser Konferenz. Das ist so das Ziel, das voranzutreiben. Natürlich auch die informativen Vorträge und Workshops anzuhören. Und die Grazer Linux-Tage sind ein wichtiger Treffpunkt in ganz Österreich und natürlich auch Umland. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir auch sehr viele englischsprachige Einreichungen haben. Und gestern am Workshop-Tag, am Freitag, haben wir schon 200 Personen gezählt, die bei den Workshops dabei waren. Das spricht schon einmal für sich. Hoffentlich werden es heute noch mehr. Ja, ich merke jedes Jahr mehr, wie wichtig diese Vernetzung, das Socializing ist, abseits von den Vorträgen, die man sich anhören kann, eben Freunde und Bekannte jedes Jahr hier wieder zu treffen, mit denen gemeinsam auf einen Kaffee zu gehen oder was essen zu gehen oder bei den Infoständen zu plaudern. Ja, und ich habe zwei große Anliegen. Erstens möchte ich einen Dank aussprechen an die ganzen Unterstützer, sei es die Sponsoren, die Helfer, die Engel, wieder hinten Audio- und Video-Engel, dann der C3VOG, der für Livestream und für die Videos zuständig ist, dann meine ganzen Mitorganisatoren, dann natürlich die Speaker, zu denen wir dann auch noch kommen. Einfach ohne die wäre das ganze Event einfach nicht stemmbar. Und mein zweites Anliegen ist, um diese Konferenz noch besser zu machen, vor allem nächstes Jahr, wäre es toll, wenn ihr uns Feedback geben könntet. Einerseits gibt es eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auf unserer Webseite, sowie auch direkt dann am Frontdesk unten. Einfach sagen, was könnten wir noch besser machen, welche Wünsche habt ihr für nächstes Jahr. Gibt dann auch noch survey.linuxtage.at, wo es einen kurzen Fragebogen gibt. Ja, es spricht für sich, dass am verregneten Samstag um 9 Uhr schon so viele Leute im Hörsaal sitzen und gespannt auf die heurigen Vorträge warten, dass die beginnen. Ja, mit diesen Worten möchte ich dann übergeben an den Geschäftsführer der ITG Graz. Wir haben uns gedacht, letztes Jahr mit der Frau Brigitte Lutz vom Bund, die zu Open Data und Open Government geredet haben, wäre es jetzt interessant, einen lokalen Einblick im öffentlichen Dienst der Stadt Graz zu bekommen. Und mit diesen Worten möchte ich übergeben an den Ulfried. Bitte schön. Okay. Wir müssen, glaube ich, noch was transportieren, gell? Kann das sein? Ja. So. Ja, herzliches guten Morgen. Ich muss jetzt ein bisschen die Zeit schauen, weil wir haben einen präzisen Zeitplan, hat der Georg zu mir gesagt. Das heißt, ich habe jetzt gerade die Stoppuhr eingeschalten. Es freut mich, dass ich heute da reden darf. Sie haben schon gehört, mein Name ist Wolfried Bayer. Wir sind die ITG Informationstechnik Graz. Ich würde gerne in freier Rede mit Ihnen halten und das, was Sie da hinten sehen, was ich da einblende, das soll ein bisschen zur Untermauerung des Ganzen dienen. Wir werden uns aber nicht zwingend an diesen Folien festhalten. Haus Graz. Wann immer ich dieses Wort verwende, meine ich die Kombination aus Magistrat, sprich öffentlicher Verwaltung, der Holding unserer Kommunalversorgungsbetriebe, Müll, mobiler Verkehr, Abwasser, Wärme, Gas, Strom, alle diese Dinge, die ganzen Beteiligungen, Flughafen, Messe, Bestattung, Ankünder, was auch immer wir da haben, und das Thema meiner eigenen Company, der ITG, dem IT-Dienstleister.
Wir haben in Graz ungefähr 300.000 Einwohner. Wir sind Gott sei Dank gleich verteilt und Sie sehen hier einen Slogan da oben. Und zwar, es geht gar nicht um die Zahlen, es geht, wir wollen Graz zur lebenswertesten Stadt Europas machen. Das ist die große Vision und diese große Vision wird determiniert von zwei Punkten. Auf der einen Seite soll man die lebenswerteste Stadt machen und diese lebenswerteste Stadt, die wächst und zwar relativ schnell. Und mit all diesen Problemen, die dieses Wachstum der Stadt sozusagen hier mit sich bringt. Und was wir hier auch sehen, wir haben ein paar interessante Kunden, wie unsere Studenten auch, mit den ungefähr 33.000 oder 34.000, so wie es da jetzt steht. Was wichtig ist, wenn wir sagen, wir wollen Graz zur lebenswertesten Stadt machen, dann müssen wir so quasi alle Aspekte mit hineinnehmen. Und was nutzt der Strategie oder Vision, wenn man sie nicht misst? Gar nichts, das bringt überhaupt nichts. Also was tun wir? Wir nehmen immer teil an einer Umfrage, sozusagen, die Sie unten eingeblendet sind, Quality of Life in European Cities. Und in dieser Umfrage ist es so, dass man hergeht und sagt, diese Lebensindikatoren, die kann man sich anschauen. Das heißt, alles das, was wir tun in der Digitalisierung, in der Bürgerinnenversorgung, in all diesen Bereichen, muss einen Impact haben und den messen wir durchlich. Und Sie sehen, ganz oben haben wir das Thema Zufriedenheit mit der Lebenssituation. Also wir sind auf einem guten Weg, Graz dorthin zu entwickeln. Und wir haben aber unten ein paar Probleme mit leistbaren Wohnen. Wie Sie hier sehen, da sind wir eher dünn. Ja, mit nur 26%, die hier den Daumen nach oben bringen. Das heißt, wir haben ein paar Herausforderungen in diesem Kontext. Und diese die jetzt, um in die IT umzuschwenken, die Digitalisierung in dem Ganzen, die fußt auf Leitprinzipien. Und da ist es auch wieder so, dass wir hergehen und sagen, unsere digitalen Leitprinzipien, also alles das, was wir tun, wenn wir IT, wurscht ob proprietär, Open Source, einsetzen, fußt auf diesen Prinzipien. Ich werde nicht alle vorlesen. Was ich Ihnen gerne mitgeben würde, ist die Variante, dass Sie hergehen und sagen, alle hier genannten Bereiche müssen bei sinnvoller Digitalisierung von etwas dazu führen, dass wir auf unser Zielbild, nämlich die lebenswerteste Stadt mit dem modernsten Stadtmanagement hier einzahlen. Und da gehört eine Inklusion, also das Nicht-Ausschließen von bestimmten Gruppierungen zum Beispiel oder auch Innovation, Verantwortung, Sicherheit und so weiter gehört dort dazu. Das ist uns im Wesentlichen ganz wichtig. Und die Company, die die Digitalisierungsprojekte machen soll, das ist die Company, die ich gemeinsam mit einem Kollegen von mir leiten darf, das ist die ITG. Uns kennt keiner, klarerweise. Wir sind ein interner Full-Service-Provider. Wer kennt uns? Wir sind nicht die Knapp, nicht AVL, niemand kennt uns. Wir haben Schwierigkeiten im Rekrutieren, das nur beiläufig erwähnt, weil uns eben keiner kennt. Und wir gelten als Beamte, öffentliche Hand und tourlich unsexy, was überhaupt nicht stimmt, wie ich hoffentlich in den nächsten 10 Minuten nachweisen kann oder 15. Das ist das, was wir hier tun. Auch das lese ich nicht vor. Das ist sozusagen so Name-Dropping, Zahlen schmeißen. Ja, mag so sein. Wir haben die schlimmste Zahl, die Sie hier sehen, ist 500 Informations- und Kommunikationsservices. Das nennt man Bauchladen. Da hat man Probleme. Das ist die Wahrheit. Ja, so sind wir im Wesentlichen. Wenn Sie aber sehen, dass wir für abertausende Menschen hier unsere Services erbringen, nämlich 6.800 inklusive Schulen, dann können Sie sich vorstellen, da kommt was zusammen über die letzten Jahre. Das sind unsere Kunden. Warum sind sie eingekreist? Weil das wie ein Closed Job ist. Ich habe keinen Kunden aus dem Drittmarkt, also außerhalb der Einflusssphäre des Hauses Graz. Ich habe aber sehr spannende Kunden wie Frieda und Fred im Sinne eines Kindermuseums, genauso wie die Bestattung. Das ist überhaupt unser Wesenszug. Wir kommen von der Geburt von etwas bis zum sozusagen Ableben bei etwas, kommen wir einmal am Tag an allen IT-Problemen vorbei. Also in der Früh zum Beispiel, die Plattform der Kindergärtnerinnen hat Schwierigkeiten und zum Beispiel späteren Nachmittag spinnt die Sargtabelle im SAP für die Bestattung. Also das ist ein extrem spannender Job, kann ich jedem nur empfehlen. Mir taugt es, bin seit 3 Jahren dabei, großartig. Die Leistungen, die wir haben, auch nichts Neues da hinten, das komplette Paket, das steht da hinten drauf. Was wir versuchen allerdings da drinnen ist, dass wir ein bisschen stärker in das Thema dieser Consulting-Leistungen kommen, Geschäftsprozessanalysen, Lastenpflichtenhefterstellung und nicht nur Provider von Arbeitsplätzen, SAP oder irgend sowas Commodity-artigen. Das ist das, was unsere Strategie ist im Wesentlichen. Und wir haben natürlich ein fantastisch quasi fehlerfrei funktionierendes System, weswegen wir nur 33 und ein paar tausend Tickets haben, die allesamt Zerstörungstickets oder Anfragen bei uns sind. Also Sie können sich vorstellen, nicht immer funktioniert alles, das soll das hier zeigen. Und wir haben hier deswegen Third-Level-Support in einer dieser Bubble aufgezeichnet, sage ich jetzt einmal, weil
wir tatsächlich kleinere Softwareentwicklungen haben, wo wir im nächsten Block des Vortrages dann einfach dazukommen, nämlich wir machen in ausgewählten Bereichen auch ein bisschen Softwareentwicklung und dann ist tatsächlich auch das Third-Level-Support sozusagen hier angebracht, das zu tun. Wir nutzen nach wie vor, wir sind sehr oldschool, also wir haben die Cloud-Richtlinie seit einem Dreivierteljahr. Wir kommen aus einer klassischen On-Prem-Welt, das ist aber bitte auch nachvollziehbar, weil das ist dem geschuldet, dass wir Gesundheitsdaten von Bürgern haben, Finanzdaten von Bürgern haben, dass wir alle Formen von personenbezogenen Dingen haben. Wir sind sehr restriktiv im Umgang mit Security, mit Daten, mit allem, was dazu gehört. Das heißt, wir schieben alles mal in die Cloud auf Hurra-Basis, das haben wir nicht. Das ist nicht in unserer DNA, das wollen wir auch in der Variante gar nicht, weswegen es hier sozusagen ein paar oder zwei Rechenzentren gibt, die wir allesamt eigentlich mit unseren Kooperationspartnern machen. Wir haben ein bisschen einen Vorteil, Sie werden es gleich sehen. Mein 20% Eigentümer, die Holding Graz, der gehört das urbane Glasfasernetz. Sie kennen vielleicht den Markennamen Citycom, die Tochterunternehmung, die das sozusagen an Unternehmen oder Private, nicht mehr Private, nur mehr an Unternehmen hier ausrollt. Und das heißt, wir haben echtes Dark Fiber. Das heißt, wir haben eine Sonderstellung. Wir kriegen extreme Datenmengen über unser eigenes Netz an alle unsere 250 Standorte, über die 2400 Kilometer. Das ist ein echter Asset. Das gibt es sonst nicht. Das kann die Wien-IT mit den Wiener Netzen zum Beispiel machen, das können die Linzer machen, also in dem urbanen Raum geht es. Aber das ist natürlich für uns ein Asset, den wir da drinnen haben. Und da haben wir natürlich alle möglichen Security-Techniken, ich zeige Ihnen dann später noch, was wir damit meinen. Auch da wiederum gibt es ein paar Tickets. Was hat uns geritten? Sie müssen sich vorstellen, also in der DNA steckt ein Stück weit Bürgerservice im Amt drinnen, dann kommt die Pandemie, dann machen die alle zu und dann schalten wir von 0 auf 100 quasi in allen möglichen Dingen, also jeder kriegt einen Laptop, jeder kriegt einen VPN-Tunnel, jeder verwendet Videoconferencing, auch spannend, und mittlerweile haben wir mit Teams und WebEx in der Cloud, zweimal Cloud, aber auch WebEx im On-Prem, dass wir ein Krisensystem als drittes System haben, verfügen wir über mehr dieser Kommunikationslösung, als uns manchmal lieb ist in diesem Kontext. Ja, das heißt, einer unserer wesentlichen Punkte ist, alle diese Außenstände, alle unsere Außenstellen und alle unsere Mitarbeiter hier natürlich gut zu servicieren in dem Kontext. Wenn wir darüber reden, dass wir digitale Leitprinzipien haben, dass wir etwas entwickeln wollen in der Stadt Graz, dass wir Innovationen transportieren wollen, dann muss man irgendwann einmal den Nachweis antreten. Das heißt, man muss ein paar Projekte im Petto haben. Die Folie da hinter mir, die sagt nichts anderes als, es gibt im Haus Graz eine Gruppe an Menschen, das ist der sogenannte digitale Fachbeirat, die haben Geld, ein bisschen, und die können ganz innovative Projekte auf die Reihe stellen, die durchaus auch scheitern dürfen. Also wirklich ganz weit vorne in der Zukunft werden Dinge probiert, manche funktionieren weniger gut, manche werden eingesetzt. Und auf Basis dieser Erkenntnis gibt es hier da so ein paar Dinge. Zum Beispiel haben Sie sicher schon einmal das Carsharing gehört, täglich intelligent mobil. Das ist eine Anschubvariante gewesen, um sozusagen Sharing-Modelle für Graz auf die Beine zu bringen. Oder wir gehen her und sagen, wir haben das Thema intelligente Analysen, auch in Kooperation übrigens mit der TU Graz. Wir versuchen, Fahrradströme so zu analysieren, um zu erkennen, wie müssen Fahrradwege in der Zukunft und Ampelschaltungen für Fahrräder in der Zukunft gebaut werden, um bestmöglich mit dem normalen vierspurigen, zweispurigen Verkehr zusammenspielen können. Oder wir gehen her und sagen, es gibt ein Sturmspiel, wie bewegen sich die Fanmassen durch die Stadt, was passiert hier? Also wir versuchen sozusagen im Analytics-Bereich Fuß zu fassen und immer weiter auszubauen. Wir versuchen das aber auch ein Stück weit in der Bürgerbeteiligungsvariante bei den sogenannten Apps, von mir aus Schau auf Graz, Graz Mobil in der Variante. Nicht immer sind wir erfolgreich. Wenn Sie heute in den Apple Shop schauen, dann werden Sie nicht so tolles Feedback finden auf die eine oder andere App, die sozusagen hier in diesem Store in Graz noch passiert. Da sind wir halt schwer, weil wir eben nicht so klassische Softwareentwickler sind, da sind wir immer schwer am Nacharbeiten, dass wir das auch verbessern können. Also wenn Sie heute Tickets kaufen etc. und Sie schauen einmal in den Shop, da gibt es immer wieder ein paar Schwierigkeiten. So ehrlich muss man auch sein. Man kann nicht immer nur sagen, ich kann alles, ich weiß alles, es stimmt schlichtweg nicht. Wir haben ganz, ganz viele Dinge, die da drinnen permanent zu optimieren sind, zu verbessern sind.
Das ist im Wesentlichen hier das ganze Thema, die Sensorik. Wir haben vorhin gehört, vorhin auf deiner Folie gestanden, es gibt da schlechte Luftgüte. Also haben wir auf den Bussen die Sensoren mit IoT-Vernetzungen so implementiert, dass wir im fahrenden Verkehr Luftgüten messen. Und da gibt es eine Reihe von ganzen Dingen, auch hier auf der rechten Seite. Nicht alles hier funktioniert. Beim ersten ist es mittlerweile schon eingetreten. Wir haben ein Blockchain-Proof-of-Concept gehabt. Wir wollten eine Identity-App auf Blockchain-Basis für Bürgerinnen so entwickeln, dass man hergeht und sagt, wann immer ich meine Identität im Rahmen einer Blockchain-Technologie habe, kann ich mein Kind im Kindergarten anmelden, ich kann einen Wohnungszuschuss, einen Heizkostenzuschuss, ein vielleicht ein Sozialthema, eine andere Freifahrt, Elemente, alles mit einer ID, die kann ich einmal so transportieren, weiß immer, dass ich ID-Geber bin. Das Ding ist gescheitert, das ist technologisch den Bach hinuntergegangen, das haben wir mittlerweile auf eine andere Technologie geschwenkt und sind aber österreichweit dann mittlerweile bald am Laufen. Also das hat funktioniert. Den Rest kennen Sie. Schule war ein Thema. Schule. Ausbildung Jugendlicher in Bezug auf IT. Großer, großer Schwerpunkt. Was die wenigsten wissen, hoffe ich zumindest, ich habe es nicht gewusst, Graz ist der Schulerhalter für 59 Schulen am Schulgebiet. Wir investieren extrem viel in die Ausstattung, in die IT-Ausstattung der Schulen. Und zwar IT heißt im ersten Fall einmal Infrastruktur. Alle Schulen haben ein Glas. Alle Schulen haben WLAN. Alle Schulen haben Security-Technologie. Alle Schulen haben eine Form von Update ihrer Tablet und PCs, je nachdem, wofür sie sich entscheiden. Die Schulen haben Klassenräume mit IT-Ausstattung. Die Schulen haben Zugänge zu digitalen Bildungsangeboten. Und. Wir nehmen wahnsinnig viel Aufwand und auch Geld in die Hand, um bei den jungen Zielgruppen diese Form der IT-Ausbildung zu pushen. Warum habe ich das mitgenommen? Weil ich heute einfach auf der TU bin. Ich meine, ich komme von der TU Graz. Ich meine, das ist sozusagen die nachfolgende Stufe, wann wir erfolgreich sind. Im Sinne als Schulerhalter alles das tun, wenn das Land und die Bildungsdirektion erfolgreich sind, dann würde man in sozusagen in die IT-technischen sogenannten MINT-Fächer, würde man dann mehr hineinpushen. Das ist die Zielsetzung, warum wir da wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Und da reden wir schon immer wieder um Millionenbeträge. Der interne Ablauf bei uns intern ist nicht so in den Kernapplikationen Open Source-artig, wie Sie hier sehen. Finance, ERP ist SAP. SAP in unterschiedlichsten Ausprägungen. In einer Private Cloud als Software as a Service, genauso wie On-Prem in der Variante. Der mittlere Punkt ist ein OpenText-Archiv, Enterprise Content Management System, wo diese ganze Variante der Dokumentenarchivierung, Aktenverwaltung und so weiter drinnen läuft. Und das untere Thema OTS und die E-Akte, das ist eigentlich alles das. Wenn Sie einen Reisepass haben wollen und es wird ein Record, ein Akt angelegt, dann ist das komplette Workflow-basierte Durchprozessieren durch alle Abteilungen auf Basis dieses Systems hier drinnen. Sie sehen auch, wir haben ungefähr 300.000 Einwohner, haben wir vorher gesehen, und da haben wir 340.000 erfasste Personen. In diesen Akten stimmt also ungefähr, jeder in Graz hat schon irgendwann einmal ein Track Record sozusagen in unserem Aktenmanagement da drinnen gehabt. Was mindestens genauso wichtig ist als zentrale Plattformen, sind Geoinformationssysteme. Und in den Geoinformationssystemen haben wir mittlerweile 30 Karten. Wir nehmen wahnsinnig viel Geld in die Hand, um Geoinformationssysteme zu pushen. Warum? Weil alles das, was wir in relevanter Information haben, wenn wir es geo-verorten und geo-kodieren, eine Form von besserer Entscheidungsbasis für Planungsaspekte anbelangt. Ein Beispiel, wenn ihr einen Verkehrslärmkataster da drinnen habt, den gibt es übrigens seit 2011, das ist alles alter Hut, ja, dann kann ich genau in der zukünftigen Raum- oder Stadt- oder Verkehrsplanung auf diese Daten Rücksicht nehmen und kann mir immer die Zeitreihen von etwas dann dazu anschauen. Wenn ich heute hergehe und sage, im Urban Mining Bereich, die Graz hat, ich habe jetzt gesagt, wir allein servicieren 250 Standorte, alles das ist wie ein kleines Bergwerk, es steht ein Haus drauf, da sind Rohstoffe drinnen, da gibt es alle möglichen Dinge, also haben wir eine Urban Mining Karte, wo wir mal hergehen und sagen, was machen wir denn mit sozusagen Altstoffwiederverwertung etc. Das sind also ganz, ganz schräge Teile da drinnen, die viel weiter gehen als der klassische Stadtplan, wo fahre ich hin, wo ist das Gebäude XY. Das ist alles schon, auch unter Anführungszeichen, eh schon Commodity, aber das sind sozusagen auch neue Themen, barrierefreie Stadtpläne und so weiter. Unsere Apps, das ist das, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben in unseren digitalen Leitprinzipien Inklusion gehabt, wir haben Beteiligung gehabt, wir haben Recht gehabt, wir haben Verantwortung gehabt, wir haben Stadtmanagement drinnen gehabt, dann ist das sozusagen hier so ein Thema. Was uns extrem am Herzen liegt, ist das Thema Abfallmanagement. Es gibt in Graz hat ein riesenhaftes neues Sammelstoffzentrum gebaut, ehemals Sturzplatz, hätten wir früher gesagt, also alte Leute, also 50 plus, das ist der Sturzplatz, da müssen Sie jetzt einmal hinfahren, das ist Hightech mittlerweile dort unten, ja. Und da gibt es natürlich eigene Apps, da testen wir Bots und künstliche Intelligenz, Sie haben ein Problem mit Müllentsorgung, Sie fragen die Applikation führt Sie dann durch, sozusagen der Bot, das erproben wir gerade, wir sind noch nicht so super erfolgreich, sage ich auch gleich.
die ganzen Wasserthemen, Schau auf Graz, also Anliegenmanagement und so weiter. Das sind so Dinge, die wir natürlich dort auch wieder bauen, wie gesagt, immer um konsequent unseren Prinzipien zu folgen. Und jetzt gibt's die ITG und Sie lesen jetzt bitte nicht, was da oben steht, sondern die Aussage dieser Folie lautet, die Gesellschaft verändert sich, meine Kunden, sprich das Haus Graz, verändert sich, die IT als Technologie verändert sich und die armen 110 Menschen in der ITG, in der Company, die müssen irgendwie da mit. Wir müssen ja unser Service erbringen. Es gibt ja einen Anspruch der Bürgerinnen auf intelligente Services im E-Government-Bereich etc. Und jetzt haben wir unser Strategieprojekt auf die Beine gestellt, das im Wesentlichen in diesen vier Blöcken, die Sie hinter mir sehen, funktioniert. Wir müssen irgendetwas tun, um unsere organisatorisch weiterzuentwickeln, weil sonst wird es uns zerbröseln. Wir werden etwas tun, um das mit Menschen zu machen. Wir müssen natürlich auch schauen, es gibt einen Kampf um die besten Köpfe. Sage Ihnen auch nichts Neues. Sie haben alle wahrscheinlich 7 Jobangebote. Ich suche auch 10 wahrscheinlich mittlerweile oder in den nächsten 3 Jahren. Das heißt, wir kämpfen jetzt alle ums Gleiche. Wir müssen unsere Leute halten. Das Gleiche in Prozessen und Technologie. Was uns auch mörderisch wehtut, ist das Thema Security. Wir nehmen wahnsinnig viel Geld in die Hand, um uns abzusichern an. Klarerweise Land Kärnten, Feldbach, Energieversorger hier im Standort. Universität hier im Standort, alle angegriffen. Es gibt noch 10 weitere Beispiele, die darf ich nicht sagen. Das geht richtig ab bei uns momentan. Geld. Und das alles passiert jetzt im Sinne einer Langfriststrategie bei unseren Kunden. Das, was ich Ihnen da sagen möchte, ist, damit wir endlich zum Linux-Thema kommen. Wir haben eine Strategie und ein Change-Management. Ja? Das brauchen wir, um uns zu erneuern für die Zukunft. Der grüne Block sagt, wir müssen irgendwann einmal einen Fokus bilden. Wir müssen irgendwann sagen, wofür arbeiten wir? Also für Bürgerinnen, für unseren Arbeitsplatz einer Zukunft und für das digitale oder Datenökosystem in der Variante. Und My Company, sprich die ITG, hat im Wesentlichen nichts anderes zu tun, als mit den entsprechenden Architekturen, Plattformen und Infrastrukturen darauf zu reagieren. Und aus dieser Ecke ist das hier entstanden, nämlich mit einem bestimmten Drive, nämlich die Containerisierung bei uns. Auch wieder nicht lesen hinter mir, bitte, das ist nur für nachher. Das ist super, haben wir gesehen, gell, im Internet bei unseren Recherchen. Das ist der erste Block hier oben. Das ist total super. Wir hätten gerne alle diese Vorteile. Und dann haben wir hingeschaut, dann sind wir draufgekommen, ups, das wird so nicht gehen, weil wir sind nicht reif genug. Also sind wir hergegangen und sagen, haben wir überhaupt Anwendungen, die das kennen? Da haben wir aber alte detektiert. Schwierig. Dann sind wir hergegangen und sind wir organisatorisch in der Lage? Schwierig, mussten wir trennen, hat nicht funktioniert. Dann haben wir die richtigen Infrastrukturen. Nein, haben wir nicht, falsche Storage für bestimmte Ausrollungen, sehen wir später. Und dann haben wir Enterprise-Architektur-Management, das haben wir so nicht gehabt. Daran arbeiten wir immer, das ist nicht easy, haben wir also auch nicht. Das heißt, wir müssen sozusagen immer in diesen Aufbau investieren. Und dann haben wir natürlich eine klassische On-Prem-Variante gehabt und wollen cloudifizierte Technologien verwenden. Großartig, hat auch nicht so super funktioniert. Also mehrere Maßnahmenpläne, um hier weiter zu tun. Dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, unsere Recherchen und unser spielerischer Zugang zur Containerisierung hat zu 2 Dingen geführt, zu Docker und Podman. Und wir haben gesagt, okay, das schauen wir uns an. Beim Docker haben wir begonnen, beim Podman sind wir gelandet. Die Vorteile, die Sie hinter mir dort oben sehen, die sollten für sich selbst sprechen in der Variante. Unser Hauptaugenmerk in dem ganzen Thema war Security. Ja, also wir wollten das Ding verwenden, wo wir Security bis auf den letzten Zacken so penibelst genau machen können, dass wir unserem Grundauftrag, den wir haben, nämlich unsere Digital Assets entsprechend auch abzusichern, immer sicherstellen können. Also Podman. Daraus ist Folgendes entstanden. Daraus ist eine Plattform entstanden, die jetzt für unsere Containerisierung eingesetzt wird, nämlich genau diese hier. Von unten beginnend, ich habe Ihnen das vorher gesagt, wir mussten das Storage austauschen, jetzt haben wir ein NetApp-System. Wir sind gerade dabei, die Vergabe läuft, wir tauschen die komplette Infrastruktur aus, weil alles das, was wir heute an Server, Virtualisierungslayer sozusagen da drinnen haben, passt uns nicht mehr, muss raus, kommt neu. Der Linux-Kernel, der sagt Ihnen allen viel mehr als mir, weil ich habe ja dankenswerterweise ein Team, die wirklich tiefes Know-how haben, Sie sehen die Herren später. Da geht es einfach nur darum, dass man von der CPU bis zu SE-Linux im Multilevel, SE-Linux sozusagen, bis hin zu den SEC-Comp hier betreiben. Auch da wiederum sieht man diesen Security-Approach, den wir da drinnen haben und oben drüber eben unser Management-Interface Podman.
Ganz vorne natürlich klarerweise mit der GitLab. Wir checken sozusagen die Themen ein, spielen die Container-Images raus, haben mit einer Middleware und einer Automatisierungslösung hier oben unser sozusagen Konstrukt so gebaut, dass wir es ganz, ganz einfach mit höchster Security mit Externen zusammenarbeiten können, mit unseren internen, mit unseren externen Softwarelieferanten, weil wir ja selber nicht so wirklich tolle Softwareentwicklungen in all diesen Applikationsbereichen haben. Und wie machen wir das jetzt? Wir haben natürlich auch da wiederum vom Schaubild her, sehen Sie das auch ganz klar, dass wir hergehen und sagen, klassischerweise einchecken von Go, der Container wird erstellt. In der Registry haben wir wieder zertifizierte Images, die wir dort verwalten. Also da machen wir einen Sonderaspekt dann dort drinnen. Und das ist im Wesentlichen hier das Thema, wie wir sozusagen schlussendlich in das Ausspielen unserer Container-Images in unseren Applikationen, auf unseren gewählten Hardware, ist es am Botman-Cluster, ist es mal irgendein einer Maschine hier umgehen können. Und das wiederum die Variante, wie gehen wir mit den Externen, also was stellen wir, welche Interfaces stellen wir den Externen zur Verfügung. Ja, und das, was Sie hier ein bisschen gesehen haben bei uns, also nicht nur in den Plattformen, ist, wir haben uns mit einem spielerischen Zugang dem Ganzen genähert, deswegen auch die, man verzeihe mir das Foto der Sackhüpfen. Wir haben wahnsinnig viel Lehrgeld gezahlt, also das garantiere ich Ihnen. Das war der erste Punkt. Dann haben wir natürlich, so wie das bei den guten Technikern der Fall ist, der eine ist für die Variante A, der andere für B. Und Architekturentscheidungen sind nicht immer zwingend bindend. Das, glaube ich, ist Ihnen auch durchaus bekannt. Dann haben wir natürlich einen furchtbares Chaos zusammengebracht, weil wir eben so ein bisschen oldschool sind von klassischen Operations zur Softwareentwicklung. Die haben nicht miteinander geredet. Irgendwann einmal sind da Dinge entstanden, die keiner mehr braucht. Wir sind gerade beim Aufräumen. Danke für die Zeit. Wir haben dann natürlich das Problem Linux gehabt, nicht? Sie kommen aus einer klassischen Windows-Infrastruktur mit Mauskurbeln. Und dann gibt es ein paar andere, die meinen, die Konsole wäre das Bessere. Auch hier arbeiten wir noch laufend daran. Ja, und dann haben wir so Dinge wie nach wie vor, und ich kann immer wieder nur sagen, es klingt alles so super, aber wir sind immer noch hart am Arbeiten im Architekturmanagement. Wir müssen unsere Teams staffen, wir müssen die miteinander so vernetzen, dass das einen Sinn ergibt. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe dann da drinnen. Was wir aber auch tun, ist, wir vergleichen nach wie vor permanent Technologien in der Variante. Gerade vor kurzem Botman und OpenShift, also sozusagen die kybernetische Bezahlvariante. Und wir haben nichts Besseres bis dato gefunden. Wir haben uns aber zur Aufgabe gemacht, andauernd den Markt zu screenen. Und wenn wir etwas sehen, dann wollen wir uns das genau anschauen. In der Variante sind wir hergegangen und haben gesagt, in unserem Setting, mit unserem Know-how, mit unseren Kollegen, ist für uns Botman bis auf Weiteres die Management-Plattform. Hier bleiben wir. Ja, das ist die Entscheidung. Das steht hier drauf. Da können natürlich alle anderen völlig anderer Meinung sein, das verstehe ich ja total, aber das ist die Meinung, die wir haben. Das ist das, wie wir uns jetzt weiterentwickeln werden. Und wir haben aber auch in der Open Source und in der Proprietär-Variante, ich muss einfach auch ehrlich bleiben und sagen, wo fließt denn wirklich das große Geld rein? Im Open Source ist es so, dass wir hergehen und sagen, hier entscheiden wir selektiv. Ja? Was ist gewünscht? Und dann, wenn wir in die Linux-Variante abdriften, dann bestehen wir auf Red Hat-zertifizierte Linux-Systeme. Aus einem ganz einfachen Grund, wir sind Enterprise. Das heißt, wir sind nicht basteln, wir tun nichts entwickeln, wir tun nichts spielen, wir haben Enterprise. Wenn bei unserer Applikation konternisiert wird und läuft, dann ist das Enterprise-Level mit allem, was dazugehört. Das ist die Variante dann da drinnen. In der Proprietär-Variante ist es allerdings, SAP kriegen es nie auf eine Containerisierung. Das heißt, wir gehen ganz klar den klassischen Weg, die Proprietär-Software in diesen Schritten weiterzuentwickeln. Und bei allen anderen Dingen schauen wir aber selektiv hin. Und da ist es schon so, bei den E-Government-Anwendungen sind wir für die Zukunft, von der Strategie her gehen wir anders vor. Wir haben E-Government-Anwendungen, die kommen nicht in die Containerisierung, das ist okay, OTS ELAC, das Workflow-Management, die Aktenverwaltung, deren Architektur gibt es nicht her. Aber alles das, was wir in Kooperation mit dem Land Steiermark entwickeln werden, kommt zukünftig auf die Containerplattform. Das ist sozusagen fix, das ist wieder eine strategische Weichenstellung, die wird so sein. Und das machen wir natürlich immer vor dem Hintergrund der Kostenoptimierung. Ja, und dann haben wir ein paar strategische Projekte in der Zukunft vor. Auch da wiederum, ich will gar nicht vorlesen. Es geht uns um das Thema, das, was ich Ihnen gezeigt habe, diese digitalen Leitprinzipien, die führen zu einer Veränderung und das ist im Wesentlichen das, was wir wollen. Wir müssen eine Antwort auf eine Cloudifizierung finden in allen Bereichen unseres Lebens, von der Infrastruktur über die Applikationen bis zu Client-Themen, Security-Themen, SOC-Themen und so weiter und so fort. Wir müssen diese VM-basierten Anwendungen, Dinge, die wollen wir rausbringen, das ist schon eine Geschichte, das muss ich fairerweise sagen, das versuchen wir. Wir haben jetzt wieder zwei weitere Kunden gewonnen, nämlich die Feuerwehr und die Krankenversicherungsanstalt, auch innerhalb des Hauses, wo wir containerisierte sozusagen Systeme hier ausspielen werden, sind wir gerade am Bauen.
Wir haben ein bisschen das Problem mit dieser Rollenetablierung. Manchmal braucht man alle unsere Engineers vorher, haben wir kein Projekt, weil wir noch kein Funding sozusagen, keine Finanzierung haben. Manchmal haben die Finanzierung, dann finden wir die Leute nicht, die wir haben. Also wir haben so Rollendinge, Recruiting-Dinge, das beschäftigt uns sehr. Und wir haben so weitere Proof of Concepts im IoT-Umfeld haben wir auch. Jetzt haben wir gerade wieder einen gestoppt mittlerweile. Fraunhofer-Kooperation war diesmal nicht die TU Graz, war Fraunhofer. Das hat bestimmte Gründe gehabt. Jetzt wollen wir noch einmal schauen, ob wir hier nicht stärker in die Containerisierung kommen werden. Und das ist das Thema, wo wir das machen. So, und jetzt bin ich fertig, weil ich habe das Eine-Minuten-Schild bekommen vom Kollegen, als mein Freund da lacht mich immer an und sagt immer, du weiter. Die Herrschaften, die das wirklich verstehen, die Herrschaften, die das alles am Leben halten, die Herrschaften, die uns in die Zukunft der Containerisierung bringen, sind die drei Herren. Ja? Und diese drei Herren habe ich alle gefragt. Ich habe gesagt, wisst ihr was, ich mache eure E-Mail-Adressen, ich zeige eure Bilder. Wenn es von Ihnen Fragen gibt, wenn es Interesse gibt an einer Kooperation, an einer Zusammenarbeit, an einem Praktikum, an einem ich weiß nicht was, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, die freuen sich. Die machen wahnsinnig viel Linux, das sind sehr... sehr tiefe Techniker da drinnen in der Variante und sie sehen, alles das, was ich Ihnen heute gezeigt habe, die haben alle, ich weiß nicht, gefühlt jeder 20 Jahre Erfahrung, also die kann man schon mal fragen auch in der Variante. Und deswegen sage ich herzlichen Dank, ich habe meine Zeit auf die Sekunde eingehalten, danke, und freue mich, und wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, weil es kommt schon der Nächste, also Fragen ist schwierig, aber Sie erlauben mir, wenn ich es noch schaffe, auch meine Kontaktdaten kurz einzublenden, mit einer kleinen, ich glaube, fünfmal schon gesagt, eine Werbebotschaft. Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie Kontakt auf mit uns. Wir haben immer wieder Bedarf, freuen uns sehr und hoffen, dass wir vielleicht im Nachgang die eine oder andere Frage noch klären können. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an die Organisatoren und ich finde es großartig, dass Sie bei Regen um die Uhrzeit sozusagen da einer gefunden haben. Das ist super. Schönen Tag noch.